Heute würde ich gerne eine Idee von mir einwerfen, die ich schon vor 4 Jahren hatte, aber noch nie so richtig ausgearbeitet habe. Aber jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, und zwar dezentrales Einkaufen, sozusagen der fahrende Supermarkt. Denn ich habe mich schon immer gefragt, warum eigentlich immer alle mit ihrem mehr oder minder effizienten Auto für jede Milch, die sie noch brauchen oder kaufen, zum Supermarkt hin und zurückfahren. Also wenn wir uns das mal vorstellen, es gibt einen Supermarkt, nur drumherum wohnen die ganzen Leute, ja? Dann fährt da jeder mit seinem Auto den ganzen Weg, ob es jetzt fetter SUV oder Kleinwagen ist, hin zum Supermarkt und wieder zurück. Warum fährt kein Lieferwagen vom Supermarkt einmal den ganzen Kreis herum und spart, ist dabei vielleicht noch effizienter etc. etc.? Und das wäre die Idee, sozusagen einen dezentralen Einkauf zu gestalten, wo die Leute sozusagen im Internet ihre Sachen einkaufen, vielleicht auch so monatliche Festbestellungen, und dann wechselt man, sodass man die Sachen direkt digital bestellt und dann wird es einem vor die Tür gesetzt. Das war ganz lustig, als ich in Paris war, war ich in der WG, das waren 4 Leute, und er meinte, ja, er hätte jetzt für die WG für 300 oder ja, vielleicht waren es 200 Euro eingekauft, ja, so was man so auf längere Frist kaufen kann, Dosen, Bohnen, was weiß ich, und dann hätte das eben digital kostenlos wäre das geliefert worden, wäre super gewesen. Was natürlich ein Problem ist, man kauft im Supermarkt viele Dinge, die sind frisch, also Obst, Gemüse oder eben auch Tiefkühlsachen. Das heißt, man bräuchte sozusagen so eine Art Boxsystem, dass einem so eine Box vor die Tür gelegt wird, darf einem dann natürlich nicht geklaut werden. Und dann gibt man die Box das nächste Mal, wenn die nächste Lieferung kommt, halt wieder zurück. Aber ich glaube, das wäre erheblich effizienter und natürlich gerade auch in einem demografischen Zeitalter, in dem wir leben, wo das Medianalter der Bevölkerung, glaube ich, bei 45 schon liegt, also mehr als 50% der Bevölkerung sind älter als 45. Ja, die kommen natürlich schwer mit dem Fahrrad zum Supermarkt, obwohl die es auch, ach, naja, egal. Auf jeden Fall, vielleicht wollen sie es auch nicht, können es nicht mehr. Aber es wäre auf jeden Fall viel effizienter, wenn wir das direkt liefern könnten. Das ist ja heutzutage kein Problem mehr mit der ganzen digitalen Technik. Das einzige Problem ist natürlich, diesen Service anzustoßen. Weil am effizientesten wäre es natürlich, alle Supermärkte würden sich zusammentun, einen gemeinsamen Lieferservice machen, und dann könnte man aus dem Sortiment vom Aldi, Lidl Plus, oder heißt ja heute jetzt anders, Edeka eben auswählen und würde das dann eben über diesen einen Lieferservice direkt geliefert bekommen. Und natürlich, je häufiger das auch ist, das heißt, wenn dieser Lieferwagen natürlich 3-mal am Tag fährt, ja, dann macht man so eine Bestellung und was weiß ich, 30 Minuten, 40 Minuten später ist sie da. Gerade in großen Städten, ja, kann der häufiger fahren. Aber auch, ich denke, auch auf dem Land wäre so eine Versorgung durchaus möglich und praktischer und ökoeffizienter. Und der Service wird natürlich je besser, je mehr Leute ihn nachfragen. Das ist so wie mit Bahngleisen oder Stromnetzen und so weiter. Ja. Je breiter das Netz, desto besser der Service. Also es ist sozusagen ein Netzgut. Und da müsste man sich halt dann gucken, ob man das von der Politik vielleicht so ein bisschen anstößt. Ja? Weil wenn das einmal läuft, wenn die Leute es einmal gewohnt sind, halt ab und zu mal in den Supermarkt zu gehen, um mal zu gucken, was gibt's Neues, aber ansonsten eigentlich ihre Bestellungen, was weiß ich, auf dem Heimweg in der Bus oder Metro einkaufen gehen, eben mit ihrem Smartphone oder mit ihrem Tablet, dann hätten wir da, glaube ich, eine Menge Sparpotenziale, die der Umwelt zugutekommen, die dem ganzen Verkehrssystem zugutekommen. Und die letzten Endes natürlich auch den Supermärkten zugutekommen, weil sie viel, viel, viel besser planen können, wann es welche Nachfrage gibt, wo es welche Nachfrage gibt, etc. etc. Und dann natürlich ihre Produktionsketten viel effizienter gestalten können. Weil das Schlimmste, was es gibt, ist natürlich Verschwendung, sowohl bei Lebensmitteln an sich, dass die Leute eben, keine Ahnung, zu viel bestellen oder zu viel einkaufen, weil sie halt sich eine Fahrt sparen wollen, beziehungsweise dass die Supermärkte zu viel Vorrat haben, was sie dann eben, was weiß ich, nicht verkauft bekommen. So, das wäre die Idee. Dezentrale Einkaufsmöglichkeiten kombiniert mit Internet und Smartphone, eine Lieferkette, wo man aus allen Supermarktsortimenten das entsprechende auswählen kann, vielleicht auch schon so ein paar Transporte, die ein paar Sachen auf Vorrat haben, sodass man vielleicht, zack, ich bestelle, eine Stunde später ist es da. Und selbst wenn es nur alle 2 Tage wäre, ja, man geht ja auch nicht jeden Tag einkaufen, oder die wenigsten können das, ja, für Alleinerziehende, für alte Menschen, das wäre eine super Sache. Das Einzige ist, dieser Service muss erstmal eine akzeptable Qualität erreichen, also alle 2 Tage muss da so eine Lieferung kommen. Und er muss natürlich von den Menschen angenommen werden.
Und das bedingt sich so ein bisschen gegenseitig. Ja. Ist wie mit der Bahn. Fährt die Bahn einmal am Tag, fährt damit natürlich niemand. Fährt sie alle 10 Minuten, fährt damit jeder. Oder kann damit jeder zumindest fahren, hat kein gutes Argument, das Auto mehr zu benutzen. Und so wäre es auch hier. Das wäre die Idee. Ich schreibe dazu gerne auch sicherlich nochmal was. Vielleicht finde ich auch ein wissenschaftliches Paper dazu. Wenn ihr sie gut findet, dann schreibt mir, was ihr davon haltet und wie man es vielleicht noch umsetzen könnte. Vielen Dank.